Ach, ich sag Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter und dem dazu passenden Video hier an der Tschalka. Ich schaue gerade dem Vogel beim Nestbau zu, hier vorne. Der hat sich da ein richtiges Nest gebaut und holt sich immer noch weitere Zweige dazu. Jetzt hüpft er wieder rein und kleidet es dann aus. Ja, hier am Naturreservat Tschalka heute am 14. Juli 2024. Ein ganz anderes Wetter wie erwartet heute. Und es hat sich richtig zugezogen. Es ist überhaupt nicht so wie vorhergesagt. Wir haben, ich schätze mal, jetzt so 22 Grad. Keine Sonne heute, alles zu dicht, Wolken, kein Stückchen blauer Himmel zu sehen. 23 Grad, 8 Uhr 45 Minuten. Ja, woanders würde man sagen, es sieht nach Regen aus. Aber das ist jetzt nicht der Fall, dass es hier bei uns nach Regen aussieht nur. Ja, mal was anderes. Ja, wir waren ja gestern unterwegs, war schön, war abwechslungsreich, wir haben nette Menschen wieder getroffen, Freunde. Ja, aus Viergas und haben uns auch ein bisschen unterhalten, Nachtleben, ausgehen, da ist aber überhaupt nichts auf dem Land oder in den Städten. Abseits vom Zentrum. So, schauen wir mal, was hier los ist. Und heute ist ja Fußball. Das kommt auch hinzu noch, dass jetzt mit Sicherheit heute nicht so viel los ist am Strand. Weil doch der ein oder andere dann zu Hause bleibt. Das ist dem Wochenendurlauber, meine ich. Ja, das Wetter komplett anders wie erwartet. Und ich zeige euch auch gleich die Aussicht hier, den Blick in die Berge. Das ist komplett dicht. Man sieht kaum, also die Berge überhaupt nicht, Monte Leon auch nicht. Aber eine richtig tief hängende Wolkendecke hier über den Dünen, gerade jetzt hier rüber über Playa de Ingles, nichts zu sehen. Ja, wie schon erwähnt, der Kalender 2025 ist fertig. Der wird jetzt Druckvorbereitung, gibt es jetzt, und dann, wenn alles gut geht, ja, dann ist die kleine Auflage auch bald bei der Antje und da könnt ihr ihn bestellen, den Kalender. Und dann gibt es auch einen Teil hier, der wird dann mit der Post hier verschickt von Deutschland aus und kommt dann ja auch irgendwann mal hier an. Also im Moment gibt es ihn zu bestellen bei der Antje und das ist das gleiche Prozedere wie auch mit dem Plan B, und den gibt es natürlich auch. Einfach eine E-Mail schreiben und dann
bekommt ihr weitere Infos. Ja, ich freue mich schon drauf, das erste Exemplar dann in Händen zu halten. Schöne Motive hier von meinen Rundgängen dann, und die, es gibt auch ein bisschen was anderes natürlich. Arginigin und der Anfischstrand ist auch mit dabei, das gehört ja hier mit dazu. So, jetzt schauen wir nochmal hier in die Berge. Ja, für die Uhrzeit jetzt ist nicht viel los am Strand heute Morgen. Aber wichtig ist, dass wir keinen Kalima haben, und das ist gut so. Ja, wir waren ja gestern unterwegs, noch nach dem Essen. Das Essen war wieder sehr gut. War richtig lecker. Muss ich sagen, habe ich aufgenommen, auch was es gegeben hat. Wir haben im Oltre gegessen, 4 Vorspeisen. Und es war richtig gut. Danach waren wir in der Sita. Da ist natürlich erfahrungsgemäß jetzt im Sommer weniger los. Aber es geben sich einige Gastronomen die Mühe. Und machen sich die Mühe und halten durch, und das ist auch gut so. Also man findet da immer eine Möglichkeit, auch während der Nicht-Saison, während der Nebensaison dann da auszugehen oder wohin zu gehen, was zu trinken, was zu essen, und das ist doch wichtig. Ja, es führt oder ist eigentlich naheliegend, auch ins Wasser zu gehen. Ich werde das dann auch machen. Es verführt sozusagen hier. Und wenn man den anderen so beim Baden zuschaut, dann ist das nochmal schöner. Fußball heute, ja, wir haben überlegt, oder was machen wir, wo gehen wir hin, bleiben wir daheim, wir bleiben daheim. Und da gibt es dann was Gutes zu essen und was zu trinken, und dann schauen wir uns das Spiel an. Aber jetzt erstmal hier den Morgen genießen. Am Ende dieses Videos gibt es immer wieder so einen kleinen Nachtrag, den Plan B, damit ihr wisst, wie das aussieht, was das ist. Es ist ein Reiseleiter, ein Reiseführer aktuell, und da kann man die besten Touren oder die schönsten Plätze der Insel erreichen. Und da steht genau beschrieben, wie man hinkommt mit dem Bus oder ob man Leihwagen braucht und die Verbindungen, also alles ganz genau detailliert. Und es ist ein schönes Geschenk für jemanden, der vielleicht irgendwie mit Gran Canaria verbunden ist.
Ja, dann habe ich gestern auch noch Gäste getroffen. Gestern Abend aus der gleichen Ecke, aus unserer Heimat, aus dem Frankenland. Und dann hat derjenige gesagt zu mir, ja, er wollte mir schon ein paar fränkische Bratwürste mitbringen. Da sage ich, das wäre gut. Also wenn, aber leider natürlich nur gedanklich. Also wenn jemand irgendwann mal aus Franken kommt und einen guten Metzger kennt, der fränkische Bratwurst macht, die sind ja anders. Die sind anders von der Größe und von der Würzmischung. Und dann könnte der mir so eingeschweißt auch ein Stückchen frühere Heimat oder Geschmack mitbringen. Das könnte man dann organisieren. Wir hatten ja einen Dorfmetzger, so wie man sagt, der leider jetzt auch nicht mehr, habe ich erfahren, nicht mehr produziert. Und da hat es dann die meiner Meinung nach besten Bratwürste gegeben. Hier gibt es ja auch Bratwürste, die Nürnberger zum Beispiel. Ja, die Nürnberger, die kleinen. Also alles kein Problem, aber so ab und zu hat man dann doch noch so Gelüste. Drehen wir uns mal um und schauen mal in die andere Richtung. Gleiche Wetterbild. So, jetzt muss ich mich umdrehen, denn da kommen nicht angezogene Menschen aus dem Wasser. Ja, ich werde wohl das Essensvideo von gestern, Essen gehen und ausgehen, hochladen und dann morgen, vielleicht morgen früh senden. Und es zieht sich doch ein bisschen auf. Wir haben schon die ersten Sonnenstrahlen hier am Strand von Maspalomas. Ja, und ich war auch gerade im Wasser. Ich war schwimmen übertrieben. Die Strömung ist aber richtig stark. Man spürt es hier vorne schon. Also es ist nicht zu unterschätzen. Auch der Sand, der aufgewirbelt wird, man sieht es ja auch von Weitem. Also vorsichtig sein beim Baden. Ja, ich habe ja auch Info bekommen aus Kroatien. Da ist das Wasser viel wärmer, 28 Grad. Und ja, das ist eine andere Temperatur, aber 22 Grad ist auch nicht schlecht hier. Wir sind ja auch jetzt am Wochenende jetzt hier unterwegs und das ist auch nicht, noch nicht so viel. Wir hatten es gestern auch das Gespräch und Freitag auch, dass es eben hier sich doch alles ein bisschen verläuft in Maspalomas.
Man sieht da jetzt häufig Bilder aus anderen Urlaubsregionen. Und da muss ich sagen, da ist es hier schon noch schön, schön ruhig, familiär, ländlich, sage ich jetzt. Ja, ich wurde ja gefragt, ob ich nicht doch mal auf den Trödelmarkt gehen könnte oder ob es da Videos davon gibt. So war das. Muss mal schauen. Vielleicht mache ich das heute. Ja, auf jeden Fall ist es auch bei so einem Wetter sehr schön hier am Strand, auch wenn die Sonne nicht scheint. Ja, für mich Faszination Meer, Wasser, Wellen natürlich auch, ganz klar. Ja, die Sonne kommt immer wieder zwischendrin durch die Wolkendecke und man merkt schon, die Temperatur steigt auch ein bisschen. Ich war ja gestern unterwegs und habe versucht, da ein bisschen Beleuchtung für die Lampions zu bekommen. Und ja, mal sehen, müssen wir erstmal ansehen, wie das bei Dunkelheit aussieht. Da war gestern keine Gelegenheit mehr dazu, aber bekommen tut man hier wirklich alles. Das ist überhaupt kein Problem, man hat ja hier sozusagen AliExpress vor der Haustür und muss nicht alles bestellen, sondern bekommt das auch. Das sind immer schöne Erinnerungen jetzt, wenn man die Lampions sieht und weiß, wie sie hergestellt wurden. Wir haben ja da ein Video gedreht in Hoi An, dass die Handfabrikation der Lampions und dann hat man die dann jetzt hängen. Das sieht schon gut aus und sind schöne Erinnerungen.
Ich möchte mich jetzt gleich wieder verabschieden und sage ja, hasta luego, bis später zur Realität. Ich werde mich irgendwo hin bewegen, das ist ganz sicher, und dann nehme ich die Kamera mit und sage schon mal, ja, bis später dann. Und wenn alles klappt, dann gibt es morgen früh dann auch das Video von gestrigen Abend. Ich sage schon mal hasta luego, macht's gut und hab einen schönen Sonntag.